So, willkommen zurück zu Donkey Kong Country und wir gehen zur Wipfelkommune. Yeah. Oh, da ist ein Fass. Ah, ich komm nicht dran. Mist. Ah, Moment. Komm her. Put. Und springen. Sehr gut. Wie heißt das Teil nochmal, die Ratte? Gremlin oder so? Keine Ahnung. Was müssen wir hier machen? Ich glaube, das Kong buchstabieren, oder? Ja, sollte sein, oder? So, K. O. N und noch zu guter Letzt das G. Sehr gut geschafft. Und wir bekommen nur ein läppisches Leben. Wow. Ganz toll. Ganz super toll. Finde ich das. Ja, das finde ich und deswegen sind wir schon hier. Okay. Hier bekommen wir Donkey. Und hier ist nochmal dieser Gremlin, der irgendwie aus dem Nichts auftaucht. So, nochmal diese Fass-Action. Yeah. So. Und zack, geschafft. Okay, ich habe jetzt hier immer Angst, dass irgendwie Combo Break 3 hintereinander geschafft, sehr gut. Dass hier irgendwo Gegner wieder aus dem Nichts auftauchen. Das ist ziemlich einfach. Oh ja, das ist einfach. Kommt hier noch einer? Gegner? Nee, kommt keiner. Aber hier kommen gleich 3. Combo Break, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das stelle ich mir auch nicht so schwer vor. Ja, ist es auch nicht. Speicherfass erreicht, sehr gut. Und ja, dachte ich mir, ach Mist. Hä? Hey, hallo, ich habe das O. Sehr gut, geht doch. Okay, hier nochmal Diddy Kong oder Donkey Kong. Was? Ach, jetzt muss man die Teile timen. Ey, das kann ich doch nicht wissen. Das kann ich ernsthaft nicht wissen, oder? Habt ihr es gewusst, dass ihr das erste Mal das Spiel gespielt habt, dass ihr das sofort timen müsst? Ich glaube nicht. Oder wenn doch, dann seid ihr einfach zu klug für mich. So. Okay. Aber, so. Ah, sehr gut. Ich weiß ja gar nicht, wie lange es dauert, bis das eine Teil mich abschießt. Gut, jetzt muss ich das nochmal timen. So sollte es klappen. Ja, ausgezeichnet. Ah, das ist ganz schön knifflig, finde ich. So. Oh, nee. Das schaffe ich nicht. Nein, ich habe gesagt, ich schaffe es nicht. Ey, das ist wirklich... Okay, ich glaube, das ist das zweitschwerste Level nach dem Loren-Level. Okay, komm. Aber ich krieg das hin. Wo bin ich? Okay. Ey, ich habe gar nicht gesehen, wo ich hingelandet bin. Denn ich schaue nur... Oh, das war Glück. Denn ich bin einfach nur random reingesprungen. So. So. Das so. Ja, ausgezeichnet. Ist hier unten irgendwas? Ich riskiere es lieber nicht. So. Und nochmal rein. So. Zack. Oh. Sehr gut. So. Geschafft. Ausgezeichnet. Hey, komm, hoffentlich kommen nicht noch mehr solche Passagen. Ah, fick dich. So. So. Und jetzt aufpassen, denn ich will nicht sterben. Was? Woher? Oh. Das ist echt fies, ernsthaft. Das ist fies, Leute. Ich kann das nicht wissen. So. Ja, egal. So, Diddy Kong, komm her. Und das war nochmal Glück, denn ich bin wieder einfach sofort reingesprungen. Das war nicht Glück, denn ich wusste es so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dort bei der Banane irgendwas ist. Kann das sein? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich glaube, da ist wirklich was. Aber ich bin zu feige, um nachzuschauen. Und ich habe außerdem nur noch irgendwie ein paar Leben. Ich glaube, nur noch eins, oder? Egal. So, das muss man noch besser timen. Und zwar, würde ich sagen, so. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist wirklich knifflig, Leute. Also, ohne Scheiß. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Vielleicht sieht es gar nicht leicht aus. Das ist hingegen wirklich zu einfach. So. Sehr gut. Also, Mist, ich habe einen Buchstaben verpasst. Und den Strauß kann ich mir auch nicht holen. Egal. Aber das ernsthaft, es war nicht leicht.
So, und jetzt gehen wir zum grünen Taumel, denn hier gibt es ganz viele grüne Sachen. Wieder ein Dschungel-Level. Die liegen mir doch... Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Die liegen mir doch besser, finde ich, als diese Loren und andere Level. So. Hier haben wir ein Fass und... Moment, wie hole ich mir das? So. Nee, nicht so. Moment. Das will ich mir holen. Ah, so. Nee, Moment. Ich krieg das hin. Okay, Didi, du machst das. Du kannst viel besser springen als ich. Okay. Sehr gut geschafft. Wusste ich doch, das klappt. Ah! So, rauf. Die Bananen holen. Und hier rüber springen. Und hier rüber. Und hier ist was? Ein Fass. Ah, okay, gut. Gut. Das O holen wir uns. Natürlich besiegen wir hier die grauen Krokodile und hier durchmanövrieren. So, runter, rauf. Hoah. So, rauf. Jetzt durch die Mitte. Und Speicherfass, sehr gut. Hoffentlich bekommen wir bald wieder einmal ein Leben, denn ich glaube, wir sind bald out of Leben. So, direkt rüber. Nein, das war nicht gut. So. Und rauf. Und runter. Und rüber. So. Combo Break. Ja, das muss ich einfach sagen. Ah, was, ey? Die Biene hat mich so verwirrt. Ich glaub das gar nicht. Okay. Die verwirrt mich auch sehr. Aber es geht. So, rauf. Da, Donkey. Didi. Den brauche ich unbedingt. Denn. Oh mein Gott. Denn das G will ich. Und das Leben auch. Okay. Egal. Wir haben ein Leben mehr. Das ist mir wichtiger als Donkey oder Didi oder so zu behalten. Ach Mist. Schande über mich. Okay, versuchen wir es nochmal. So. Donkey. Du bist mein Konki. So direkt drüber wieder. Wieder nicht so gut gemacht. Aber nicht so wichtig, denn wir bekommen irgendwo nochmal Diddy Kong. So, runter und hier. Combo Break! Ich muss es unbedingt sagen, ja. Auch wenn es euch nervt, es muss einfach sein. Denn ich habe drei Gegner ausgeschaltet hintereinander. Und wenn ich schon keine Bananenmünze bekomme, wie bei Returns, dann muss ich wenigstens dieses Combo Break ablassen. So, hier durch. Sehr gut. Hier das Leben will ich. Ach Mist. Gut, egal. Wir schaffen es jetzt. Denn jetzt wissen wir, wo die Adler herumfliegen. Und ich glaube, es ist wirklich das Beste, wenn man einfach hier oben bleibt und einfach so runterauf macht. Versteht ihr runterauf? Gute deutsche Sprache, ja. So. So, und... Ach, Ende. Geschafft. Das Level war gar nicht mal so schwer. Obwohl die eine Passage war... Ja, ganz fordernd. Und wir gehen zum Bembel-Tempel. Ja, nochmal so ein Tempel. Wuhu. Und ist hier oben nochmal. Nee, kein Geheimlevel, Bonuslevel, wie auch immer. So, das K holen wir uns. Donkey Kong holen wir uns auch. Was ist jetzt? Ah, es verfolgt uns. Lauf. Er ist schon weg. Oder verfolgt es uns noch immer? Okay. Ach, Mist. Mist. Oh, das war knapp. Es verfolgt uns weiter, gut. Okay. So. Ist hier bald mal irgendwo ein Speicherpunkt, bitte? Denn ich glaube, ich werde das... Ah, hier ist der Speicherpunkt, sehr gut. Und hier ist nochmal Didi. Noch viel besser. So. Oh. Okay, das war etwas knapp. Und weiter. So, runter. Okay, ich gehe mal runter. Ja, es war keine Falle. Was ist das? Hallo? Okay, er gibt uns Bananen, wenn wir auf ihn springen. Ein Bananenspender! Oh, wie süß! Ein Bananenspender. So, spring und stirb und tüdelü und trilla und tradala. So, er wird immer schneller.
Hoffe ich bekomme ich irgendwas, wenn ich ihn ganz besiege, denn... Kann ich ihn ganz besiegen oder wird er einfach unendlich schnell? Es sieht eher danach aus, als ob er unendlich schnell wird und... Ach nein, ich habe ihn besiegt. Oh, und ein Nashorn, sehr gut. Sehr toll, sehr toll, sehr toll. Und nach diesem Level mache ich dann auch endlich eine Pause, denn ich habe die vorherigen Folgen alle am Stück gedreht und möchte jetzt erst einmal etwas essen, da ich Hunger habe. Und ich esse, vielleicht esse ich sogar eine Banane, denn hier sind halt Bananen und so, versteht ihr. Und deswegen, ach, kann ich ja hier reinspringen. Gut. Aber nicht den Tag vor dem Abend loben, denn erst einmal muss ich dieses Level schaffen, um, ach Mist, scheiß auf die Bananen, um essen zu können. Das ist jetzt meine Motivation. Ich will das Level schaffen, nur um zu essen. Mist, ich habe mich etwas dumm angestellt, aber das Level ist nicht so schwer. Das sollten wir schaffen, ohne Probleme. So. Hey, was soll das? Ich habe das Fass auf ihn geworfen. Ja. Mhm. Das Level ist überhaupt nicht schwer. Also nee, es ist nicht schwer. Ich habe mich einfach scheiße angestellt. So. Nochmals. So, Didi. Okay, jetzt hat das Fass getroffen. Gut. Und rüber. Springen. Das war etwas knapp, aber geht schon. Ey, was soll das? Was soll die Kaka? Komm runter. Sehr gut. Ach nee, der ist langweilig, der Typ. Der gibt uns einfach Bananen. Komm, mach schneller. Komm. Ey, komm. Oh, du bist langweilig. Bekomme ich eigentlich noch ein Nashorn, wenn ich dich besiege? Das wäre cool. Das wäre sehr cool sogar. Also ist das meine Motivation, um dich zu besiegen. Schwer ist er auch nicht. Überhaupt nicht. Das muss man auch sagen. Ich wäre trotzdem getroffen. Schade. Na, aber schwer ist er nicht. Ich bin einfach etwas tollpatschig gewesen. Beziehungsweise habe es etwas zu schnell angegangen. Bin es etwas schnell zu schnell angegangen. So rum. Okay. Ich glaube es einfach nicht. Wie stelle ich mich denn an? So, nochmal. Diddy Kong holen wir so. Und er macht seinen Flickflack, obwohl das überhaupt nichts gebracht hat. Gut, wollen wir nochmal ins Bonuslevel? Nee, wollen wir nicht. Auch wenn es ein Nashorn gibt oder was auch immer. Ich gehe einfach weiter. Da ich Hunger habe und essen will und dieses Level beenden will. So. Was? Das gibt's ja nicht. Das gibt es doch nicht. Oh. Okay, nochmal. Nochmal. Zack. So. Zack. Das machen wir ganz schnell. Jetzt wird es ein Speedrun. Speedrun. Yeah. Bonuslevel natürlich nicht nochmal. So. Oh. Okay, gut. So. Uhuhuhu, runter und drüber und besiegt und drüber und springen und spring, Didi. Sehr gut. So, spring. Die Bananen wollte ich unbedingt haben, denn die geben 100.000% Leben. So, und springen, sehr gut. Sehr gut. Sieht so aus, als ob das Ende nahe ist. Okay, wir lassen uns treffen, aber jetzt. Hey, nee, hör doch auf, so eine Scheiße, was soll das? Wir schaffen es, glaube ich, nicht mehr. Denn das Teil steht ja vor uns. Oh, puh, so gemein. Dann würde ich mal sagen, jetzt ist das Teil weg, sehr gut. Ah, wir haben das Level geschafft, ausgezeichnet. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich gehe mal essen und tüdelü und tralala und trudelü. Bis dann, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch.